Hallo und herzlich willkommen zurück nach einem kurzen Cut, nach einer kurzen Pause hier wieder zu Darksiders 3. Ist im Prinzip nur noch die gleiche Aufnahmesession. Ich habe mich kurz informiert, was ich machen muss und hätte eigentlich nicht drauf kommen können. Denn da sind zwei Symbole drauf und wenn ihr mal guckt, ja, das vordere hier, also oben links, ne, wenn ihr nach oben links guckt, neben unseren Balken, da ist ja das Symbol für unsere aktuell ausgerüstete Gestalt, in diesem Fall die Sturmgestalt und das entsprechende Symbol dafür und das sind wir ja auch da unten, aber da ist ja noch ein anderes Symbol dabei, nämlich das der Feuergestalt, was bedeutet, dass wir auch damit noch etwas tun können. Jetzt fühle ich mich irgendwie ein bisschen total dumm. So, jetzt geht es aber auch weiter hier. Und das heißt, dass wir diesen Flügel hier jetzt erledigen können. Bevor wir die Suche nach den Todsünden fortsetzen, finde ich ganz gut. Wollte ich ja sowieso machen. Verdammter Abschau! Ja, mit ihren scheiß Strahlenangriffen hier. Wow. Das reicht definitiv, um mir jetzt schon die Sturmrüstung zu kaufen. So, was haben wir hier auch wieder zwei? Hier haben wir auch wieder zwei. Okay. Das heißt, die späteren Flügel kombinieren also unsere Fähigkeiten. Das ist auf jeden Fall spannend. So, was ist das hier? Die müssen wir garantiert auch irgendwie aktivieren, damit es dann da drüben weitergeht. Aber ich glaube, hier fehlt uns tatsächlich die Kugel, ne? Wir müssen da noch eine Kugel reinpflanzen. So. Erstmal in Ruhe umsehen, bevor ich hier irgendwas mache. Warum hat sie denn da? Alter, die Kamera ist halt einfach so ein mieser Wichser, ne? Das kann ich nicht anders sagen. Also, die ist echt suboptimal in so einem Game. So, auch hier haben wir wieder zwei Einstellungen zur Auswahl. Wir können den da hin und her bewegen. Um uns quasi auszusuchen, wo wir da oben hin wollen. Das ist ja auch sehr interessant. Ich will natürlich an beide Orte.
Frage ist halt nur, welcher von den beiden Orten ist der, wo es dann weitergeht, oder muss ich an beide? Ich weiß es wirklich nicht. Okay, dann vielleicht doch erstmal der andere Pfad, oder? Gibt mir auf jeden Fall die Möglichkeit, mich erstmal in Ruhe zu regenerieren. Jetzt sind wir nämlich hier rum. Das ist spannend. Also ja, ich gehe davon aus, dass ich die Kugel dann mitnehmen muss nach vorne, um da dann die Sachen aktivieren zu können. Aber erstmal will ich damit jetzt natürlich nochmal nach oben. Kann ich ja jetzt anscheinend auch Sachen aktivieren. Beziehungsweise ich kann die Kugel da gar nicht mehr rausholen, ne? Gut, was macht Feuer? Jetzt gibt es erstmal eine richtig schöne Konterattacke aufs Maul hier. Und gleich noch eine hinterher, das war's. Ein Dämonenartefakt, das hier oben jetzt optionales Areal, das bedeutet, letztendlich müssen wir da unten hin. Gerade so ein Really. Okay, der ist nicht ohne hier. Aber ich bin nicht ohniger.
Das kann in meinem Kopf irgendwie besser. Seit wann kann ich denn 4 Erholungen der Nephilim tragen? Also wann habe ich das eingesammelt? Welcher Gegenstand ist das überhaupt, der das bewirkt? Bringt gar nichts, ne? Mal so ein Fernangriff oder sowas kriegen wir nicht, ne? Zumindest aktuell kriegen wir den nicht. Vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht kommt's ja noch. Hey, Wulgrim. Sei gegrüßt. Lass dir Zeit. Könnte ich jetzt beide kaufen? Die Frage ist, bringt mir die Sturmrüstung wirklich was? Ich meine, ich nehme sie einfach, damit ich sie habe. Ich bin ja so ein Kerl, ne? Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Nehmen den Verjüngungskern gleich noch mit. Wie du willst. Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich benutze die Blitze doch eigentlich fast gar nicht. Es ist für mich im Moment zumindest sinnvoller, die Flammenrüstung auszurüsten. Weil die Fähigkeiten sind ja genau die gleichen, nur das Element, was verbessert wird, ist halt ein anderes. Was ja theoretisch durch den erhöhten Wert impliziert, dass die Sturmfähigkeit besser ist als die Flammenfähigkeit. Das sehe ich im Moment ehrlich gesagt noch ein bisschen anders, aber okay. Da unten ist richtig Action. Erstmal alles aus, was nicht bei 3 auf dem Bäumen ist. Da hier, für den sind wir einfach zu schnell. Der kann zwar die ganze Zeit blocken, der kommt aber nicht dazu, irgendwie mal einen Gegenangriff zu starten. Überhaupt nicht drauf geachtet, was wir da jetzt gerade alles so eingesammelt haben. Bin ich ja ganz ehrlich. Gucken wir erstmal, was hier überhaupt gar nichts, ne? Thank you.
Das hat ordentlich gesessen. Gab dafür aber auch ein Engelsartefakt. Eigentlich müsste ich jetzt direkt zurück zu Ultan und meine Regeneration erhöhen. Eigentlich. Hier, ich will keine haben hier. Da ist jetzt ein Weg offen. Auch sehr interessant, da oben ist nämlich auch ein Weg offen, finde ich. Hier ist aber erstmal den Weg hier lang. Wir haben ja unsere Sturmfähigkeit da noch gar nicht mit aktiviert, ne? Ach, der Weg, der hier offen ist, ist ja. Gut, okay. Was drauf. Da werde ich gleich mal versuchen hinzukommen. Die Sache ist, das hier finde ich auch gerade sehr interessant. Ach, da hinten ging es dann weiter. Okay. Ich gehe erstmal hier hoch. War klar. Ja, wir machen jetzt Easy Mode. Und nutze einfach meine Chaosgestalt. Für ein Dämonenartefakt, der ganze Stress hier, okay. Wir können ja hier schon mal aufmachen. Das führt ja hier wieder zu Vulgrim. Dann aktivieren wir das Ding schon mal und dann gehen wir aber da hinten noch rum. Es interessiert mich nämlich schon, wo das hier hinführt. Okay. Versuchen wir es nochmal.